Felix Purina mit Rind und Huhn in Gelee. Die Katzen warten schon ganz geduldig. So sieht das Ganze aus. Ich finde das eklig. Aber Moritz schmeckt's. Also den Katzen, den schmeckt's. So, heute möchte ich euch noch was über Felix Katzenfutter erzählen. Und zwar mit Rind und Huhn, Häppchen in Gelee. Wir haben die Dose bei Fressnapf im Angebot gekauft, 35 Cent. Normalerweise füttern wir es nicht, weil sie ja bei Stiftung Warentest nicht gut abgeschnitten haben. Wir haben auch noch eine andere Dose hier mit Kaninchen, Ente und Gelee. Darüber erzähle ich euch ein anderes Mal was. Aber da ich schon das Video gedreht habe, wie ich den Katzen das Futter gebe, müsst ihr euch leider jetzt die Dose angucken. Auf jeden Fall bekommen sie das Futter nicht jeden Tag. Nur einfach zwischendurch mal, damit sie sich eben nicht an das Futter, was sie jetzt kriegen, von Kaufland oder Lidl dran gewöhnen. Auf jeden Fall bei Felix Rind und Huhn in Gelee steht drauf, dass es allein Futter für die Katzen ist und aus mindestens 4% Rind und 4% Huhn besteht. Der Rest sind tierische Nebenerzeugnisse, Finch und Fischnebenerzeugnisse und Mineralstoffe. Und ich finde, das ist ganz schön wenig Rind und Huhn. 8% von 100% ist ziemlich wenig. Ja. Dann sind Zusatzstoffe da drin, wie Konservierungsmittel. Und sowas sollte eigentlich nicht im Katzenfutter sein. Wir wollen das ja auch keine Zusatzstoffe in unserem Katzenfutter. Moritz! Ja. Also in der Dose, meine Kinder machen mich gerade bekloppt, sind immer 400 Gramm. Und sie ist blau und da ist auch der Felix drauf, so wie auf jeder Dose. Öffnen kann man sie gut, weil da oben eine Metallschlaufe ist. Früher hatten die Dosen immer noch eine Katzenpfote oben drauf, das haben die jetzt nicht mehr. Warum sie das geändert haben, weiß ich nicht. Ehrlich? Ja, ehrlich, Saskia. Sag doch nicht meinen Namen. Doch. Ja, okay. Ihr werdet ja gleich in dem Video, das darauf folgen, sehen, wie das Futter aussieht. Und zwar sind das 1 cm große Stückchen, die in Gelee sind. Und ich glaube, Moritz frisst das nur so gerne, weil das Gelee da drin ist. Weil der frisst alles gerne. Oder sie frisst alles gerne, was mit Gelee ist. Ja, Hersteller ist Purina. Purina wird auch von der Nestle-Gruppe hergestellt. Ja, Fazit ist, den Katzen schmeckt es, auch wenn es nicht ganz so gesund ist, aber es ist eben Abwechslung für die Katze. So, und jetzt zeige ich euch das Video von dem Inhalt und wie die Katzen drüber herfallen. Bis bald. Tschüss.